Jogi, habe ich dir. Was hast du denn da für geschissenes Wetter mitgebracht heute? Ja, mei, schau mal nach. Ich bin nicht schuld, ich war brav. Servus. Jetzt komm ich heute schon wieder nichts. Aber der Christian. Was wolltest du denn trinken? Ich mag ein Weizen, wie immer. Leicht weiß ich. Aber dunkles, gell? Machen wir. Christian! Christian! Ja! Hast du noch was anderes als auf der Karten? Was Gescheites? Erstmal das Weißbier. Ja, gut. Ein leichtes und ein dunkles. Danke. Was sonst noch was? Und jetzt bringe ich euch mal was richtig Geiles. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Albert. Prost, Jogi. Bevor es soweit ist. Prost. Prost. Lass mal. Da habe ich was für euch. Das ist der Hammer. Ist ja nichts zu wissen. Ja, das ist ja Wurst jetzt. Das müsst ihr jetzt mal ausprobieren. Eine grüne Wurst. Ja, jetzt müssen wir erst mal sagen. Was ist denn das? Das ist ein super Schlauch. Den kann man nämlich direkt im Schrank verstauen und den kannst du 50 Meter aufblasen. Ja, so was ähnlich habe ich schon mal gehabt. Ja, da haben immer da hinten die Dinge abgerissen. Ja, das ist ein bisschen unter Druck geworden. Es sind hinter der Verschraubung abgerissen, bis ich keinen Schlauch mehr gehabt habe. Naja. Ah, da haben sie jetzt schon Hülsen hingemacht, der Beste. Ja, weißt du, was das Problem ist? Aber da reißt er wohl nicht dahinten ab. Wenn du ihn im Garten hast und der liegt in der Sonne, irgendwann bleicht er aus, der wird ja immer härter und immer härter und dann ist er hin. Oder wenn er nass ist, weil die Dinge reißen da. Naja, und mit den Kupplungen, naja. Ja, das sind keine Art Gardenia-Kupplungen, die waren auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, wenn sie einmal in der Sonne liegen, werden sie immer härter und immer härter. Aber der war ein gut zum Gaudi-Macher. Weil, wenn ich jetzt mir das eine Frau vorstelle und dann lasse den Schlauch wieder Schlangen ausfahren. Das langt da, wenn du sagst, das ist eine grüne Mamba. Du, sag einmal, und auf was muss ich jetzt achten, wenn ich jetzt in den Laden gehe und mir einen Schlauch kaufe? Achten musst drauf, dass du was Gescheites kaufst. Weil wenn du einen Klump hast, dann hast du keine lange Freude. Und ich darf halt einen Gummischlauch sagen, weil der lang hält. Der ist temperaturbeständig für die üblichen Temperaturen und der Plastikschlauch, der bricht da ständig. Ja. Soll man ausprobieren? Wie lang wird der? 50 Meter, hast du gesagt? Ja. Ja, aber gut, wenn ich 50 anschaue, ein normaler, gescheiter Gummischlauch, ein guter, der hält halt 10 Jahre mindestens. Der kostet halt 115, 120. Ja. Aber da weiß ich, was ich habe. Ich weiß nicht, wie lange das der hält. Also der letzte, den ich gehabt habe, der hat da gerade einmal ein Jahr gehalten. Jetzt, wenn du das schaust. Dann ist es ein teurer Spaß. Das ist ein teurer Spaß. Weißt du was? Den probieren wir jetzt aus, ob der wirklich so lang wird. Das ist das Scheiße. Komm, geh weiter. Das möchte man jetzt sehen. Jetzt schaut's einmal. Genau. Du, Albert, meinst du nicht, dass du die verlaufen hast in der Damen-Toilette? Ja, du. Dürfen uns nicht duschen lassen. Vielleicht hätten wir willkommen geheißen. Ja. Pass auf, dass du keinen Knopf reinbringst. 15 Meter sind 15 Meter. Ja, dann schauen wir mal. Dann müsste der 30 Meter lang werden. Mindestens. Jetzt schauen wir mal. Jetzt ist es gleich an. So, jetzt brauchen wir jetzt noch mal. Ja, trage ich da mal auf. Genau. Schön langsam schlängelt er sich daher da. Oh, leg mir mal, der wird tatsächlich 50 Meter lang. He? Da gelangt der Garten gar nicht. Ist auch nicht positiv, dass das wirklich so lang wird. Das hätte ich nicht gehabt. Schau mal hinter, da ist er noch ein paar Meter. Da ist er nur ein paar Meter. Also ja, die 50 Meter stimmt so zusammen. Jetzt schauen wir, ob er wieder so klar wird wie vorher. Ja, genau, mit dem Ab dran. Probieren wir aus. Machst du mal ab dran. Ich trau aus, ja. Spritzen tut er auch nicht schlecht. Schauen wir mal, ob ich die triff. da siehst du das schon, ja? Also funktionieren tut er gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, mit dem Trickert werden. Den Trickert werden und wenn du ihn jetzt lang unter Druck hast, ob die Elastizität dann noch geht. Das ist Gummibandel da. Naja, auf jeden Fall eine grüne Schlange hast du im Garten. Ja, da brauchen wir keine andere Schlange mehr. Du, den werde ich der Feuerwehr vorschlagen, den Schlauch. Weil da brauchen sie keine so großen Schlauch ausspielen. Meinst du, dass du da löschen kannst mit sowas? Ha? Weißt du, was wir jetzt machen? Durstlöschen, gell? Albert! Alter, Prost, Jogi! Prost!